Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald. Herzlich willkommen zu einem weiteren Werkstattblick. Was es alles zu sehen gibt, erfahrt ihr direkt nach diesem kleinen Intro, was jetzt kommt. Maiwald. Klaviere und Flügel. Das Intro ist durch und schon geht's los. Hier stehe ich neben Laura und vor einer kleinen Kiste von Stein Wir in Sanz, in der sich so 15.000 Kilo Steinweh Ersatzteile befunden haben. Das zeige ich euch jetzt hier mal. Das ist zweimal Hammerstiele. Da vorne sind zwei komplette Mechaniken, zwei komplette Dämpfungen, ein kompletter Satz Hämmer für ein Modell D. Irgendwo muss noch einer sein. Wir haben ja jetzt gerade einen D-Flügel, den Traubensaft-D-Flügel in der Reparatur und holen am Freitag einen zweiten D-Flügel aus einer Institution für eine komplette Innenüberholung ab. Also wir haben eine riesige Menge Ersatzteile bekommen. Wundervoll, war ja wirklich eine knappe, enge Zeit. Das hat sich ein bisschen reguliert. Steinweh hat bei Renner so einiges bewegt und aufgeräumt, sodass die jetzt wesentlich geringere Ausfallquoten haben, die Qualität deutlich gesteigert werden konnte und somit wir wieder besser mit Ersatzteilen beliefert werden können. So, jetzt gehen wir mal kurz zu Laura. Laura macht die Klaviatur von dem Blüthner-Flügel fertig, den wir schon vorgestellt haben. Das muss alles komplett entfilzt werden, sauber gemacht werden, ausgedämpft werden. Der Flügel hat eine sogenannte Patentmechanik. Das heißt, da sind auch diese aufgesetzten Patentstößel fest auf den Tasten. Das macht Laura alles komplett sauber. Man kann da vorne sehr schön rübersehen. So etwas mehr als die Hälfte hat sie schon. Es ist halt komplette Handarbeit. Dann seht ihr noch die Fänger mit blauem Unterfilz. Die müssen wir auch noch neu beledern, da machen wir also jetzt, die putzen wir nur sauber, schneiden dann Leder, es gibt also einen fertigen Lederstreifen zum Befilzen der Fänger und kleben dann jeden einzelnen, kleben ist das falsche Wort, wir leimen dann jedes einzelne Lederstreifchen neu auf. So, und jetzt gehen wir mal rüber zu dem Blüthner-Flügel, da ist auch schon einiges passiert, folgt mir mal. So, hier stehen wir vor dem 190er Blüthner-Flügel, der Flügel ist nur als Korpus mit Mechanik und Gussplatte und allem zu uns gekommen. Wir haben jetzt hier den Stimmstock rausgebaut, beziehungsweise auch rausgeschnitten. Der muss komplett erneuert werden, der war wirklich im Eimer. Die ganzen Stimmnägel haben nach vorne gehangen, also in Richtung der Beseitung. Diesen Stimmstock werden wir von Hand neu bauen, nur mit Originalhölzern. Also wir bauen den wieder genauso auf, wie der Original war. Dieser Flügel hier hat von außen ein Stielgehäuse in Zitronenholz. Die Beine sind nicht original, das sind die Ersatzbeine. Die Beine sind nicht mitgekommen. Die sind schon bei der Handpolitur. Wir überholen jetzt den Flügel komplett von innen. Und dann wird zum Schluss halt noch der Flügel auch neu handpoliert. Hier ist jetzt unsere kleine Heizung unten drunter. Wir trocknen jetzt den Boden runter, damit wir ihn anschließend vernünftig spähen können und später nicht noch Risse dazukommen. Hier ist schon die Vorlage für den neuen Resonanzbodenaufkleber. Das hier war schon nicht mehr das Original. Der Flügel ist schon einmal repariert worden. Der Flügel ist aus dem Baujahr 1913 ungefähr. Während hier halt auch, das war ein Fehler, den wir früher auch schon mal gemacht haben, tatsächlich noch Auszeichnung von 1929 drauf ist. Das entspricht in etwa dem originalen Aufkleber, der hier in diesem Flügel auch verbaut war und somit originaler ist als das, was jetzt drin ist. Hier wird dann noch der Stuhlboden komplett geschliffen, Resonanzboden wird gespannt, abgezogen, neu lackiert. Ein Teil der Stechdoppel müssen wir noch erneuern. Stimmstock komplett neu, Gussplatte neu lackieren und dann bauen wir alles wieder zusammen, wird alles neu beseitet. Hier seht ihr auch, dass der Flügel über eine sogenannte vierte Seite, das Aliquot-System verfügt. Und auch das werden wir natürlich dementsprechend wieder mit instand setzen.
Für alle unsere Kollegen im Klavierbau noch der kleine Hinweis, dass ihr natürlich alle diese Bodenaufkleber, auch Bodenaufkleber nach Wunsch, wenn ihr uns hoch aufgelöste Bilder schickt, bei uns bestellen könnt mit der Anleitung zum Aufbringen. Also fragt uns gerne an unter post@piano-maiwald.de. So, und jetzt gehen wir mal weiter zu der Gussplatte unseres O-Flügelkunden. So, hier stehen wir vor dem Gussrahmen des O-Flügels eines Kunden. Der Kunde hat sich gewünscht, dass der Rahmen in der originalen Farbe verbleibt. Wir haben den Rahmen einmal komplett gereinigt, werden dann anschließend noch ein paar Macken hier und da ein bisschen mit passender Farbe wegstipsen, wegmalen. Jetzt sieht man hier schon die neue Befilzung aus dem Steinway-Druckstab und hier aus Kaschmir. Und sobald der Boden fertig lackiert ist, wird Daniel diesen Flügel dann entsprechend auch neu beseiten. Hier war wirklich gut, dass an der akustischen Anlage noch nie jemand ausgelassen hat. War also Erstbeseitung, auch erster Wirbel. Da kann man ganz prima mit arbeiten. Hier seht ihr auch noch die neuen Agraffen. Ich hatte auch schon erklärt, wir hatten auch bei YouTube schon eine Frage dazu. Durch die Jahrzehnte Spannung der Stahlseiten kerben sich die Agraffen in den Durchführungen ein. Man hat die Chance, wenn man eine neue Beseitigung in eine alte Agraffe macht, dass eventuell die Seite nicht mehr die alte Kerbung trifft und man dann Rassler, Scheppern oder sonstiges reinkriegt, die Kore nicht richtig gerichtet bekommt. Und deswegen ist es immer besser, sofern es möglich ist. Also bei anderen Marken, wie zum Beispiel bei alten Bechsteinflügeln, haben wir auch keine andere Wahl. Wir polieren die Agraffen, weil es den Ersatz gerade im Diskant des Flügels so nicht mehr gibt. Deswegen bei allen Steinway-Flügeln ohne Probleme möglich, erneuern wir die Agraffen grundsätzlich. So, jetzt zeige ich euch noch den Rotwein-D-Flügel. Folgt mir einfach mal. So, hier ist unser Rotwein-D-Flügel. Die Schäden sind jetzt schon nur noch immer schwerer und schwerer zu sehen. Die komplette akustische Anlage ist wieder heile. Neue Stahlseiten, neue Bassseiten, neue Stimmnägel, neue Agraffen, alle Filze erneuert. Ein Teil des Rechens ist schon wieder drin, der ist auch geschliffen, neu garniert. Da waren die Hälfte der Filze ja rausgeflogen, weil die Filzer an den Dämpferdrähten kleben geblieben sind. Die komplette Klaviatur hatte Laura fertig gemacht, alles abgeschliffen, die Fänger dementsprechend gereinigt. Und wie man hier jetzt sehen kann, sind schon die Gewichte hinten drauf, dass man die Klaviatur gerade legen kann. Das ist ein gerade Legrichtscheit. Mechanikteile sind jetzt auch alle da. Das heißt, wir werden jetzt auch in Windeseile das originale Mechanikgestell mit neuen Mechanikteilen bestücken. Bei der Dämpferlade müssen noch einige Dämpferklötze ausgetauscht werden gegen neue, weil da auch Rotwein oder Traubensaft im Ende, wir haben jetzt nicht dran geleckt, deswegen kann ich nicht sagen, was es war. Mit oder ohne Alkohol, es klebte auf jeden Fall wie der Teufel. Auch von den Dämpferklötzen müssen wir noch einiges erneuern, weil die Sachen einfach verklebt sind, verklebt waren. Aber auch da haben wir die passenden Ersatzteile. Das wird jetzt alles zusammengeschraubt und in spätestens 3-4 Wochen steht der Flügel wieder an seiner ursprünglichen Stelle. Vom Gehäuse her hatte Daniel schon 2-3 Macken weggemacht. Das hintere Bein hatte ein paar Beschädigungen, am Deckel war eine Macke. Das ist auch schon erledigt. Und so geht es jetzt hier flott weiter. Wir beeilen uns mit diesem Flügel, damit die Institution den Flügel auch zurückbekommt. So, das war's für heute. Mehr kann ich euch jetzt nicht erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ruft uns gerne an für alle Fragen unter der 02307 12125. Denkt auch dran, wir machen Bodenaufkleber für Instrumente aller Marken. Fragt ruhig an, was wir nicht haben. Können wir als Motiv vielleicht besorgen. Wenn ihr einen Flügel neu beseitet und den Resonanzbodenaufkleber schön fotografieren könnt, macht ihr es uns natürlich noch einfacher. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.